Hallo Freunde, willkommen zurück hier auf der NF Matchmap beim Duell Friesenjung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Gegen meiner einer und ja, wir sind hart dabei, unsere erwarteten oder unsere, ja, die Erwartung von euch einfach. Was macht er denn hier? Ich drehe es ja voll durch hier. Wenn ich dich nicht überzeugen kann, dann verwirre ich dich. Das gelingt dir sogar sehr gut. Ja, die Erwartung eurerseits natürlich dann nur dem Ganzen halt gerecht zu werden. Und wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, würde ich vorschlagen. Was Ja, meinst das würde ich auch vorschlagen. Also, ich muss aufholen. Der liebe Experience führt 7 zu 4. Er braucht nur noch ein Ziel. du? Ja, dann mal toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ja, Leute, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Der Experience ist echt gut dabei. Er führt. Ihr habt mich in den letzten Folgen, habt ihr mich, glaube ich, immer nur abgehackt gehört, immer nur teilweise. Ich war ja mal wieder an meinen Einstellungen dran und habe rumprobiert und es hat dann auch mehr oder weniger, mal mehr, mal weniger gut geklappt. Der einzige Vorteil, den ich jetzt noch haben kann, ist, dass um 18 Uhr gleich die Brücke aufmacht. Der liebe Experience nichts in den Matchbereich bringen kann. Und ich schon. Also nein, ich kann natürlich auch nichts in den Matchbereich bringen. Aber er kann zumindest den Sack jetzt dann erstmal in der Zeit nicht zumachen. Aber das dauert ja auch nicht ewig. Die Brücke. Also das. Ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich noch eine Chance gegen ihn habe oder nicht. Echt aus? Mich nicht geschlagen geben. Ich kämpfe weiter, aber ich wüsste im Moment auch nicht, was ich da großartig machen kann, um da noch eine Schnitte zu haben, sozusagen. Daher ist das, ja. Erntereif etwa bei mir. Ich kann mit dem Schneidwerk das nicht ernten. Ich konnte mit dem doch auch den anderen Raps ernten. Kann auch nicht ernten, weil das Feld noch nicht erntereif ist. Scheiße. Na gut, okay. Du musst dir noch einen New Holland zuweisen. Oh, stimmt, mit dem dazugehörigen Schneidwerk, du hast recht. Das mag sein, ja. Ich habe mich bloß gerade durchgesteppt und saß auf einmal in einem New Holland drin und habe ihn dann ins Wasser gefahren. Nein, Quatsch. Ja, perfekt, alles gut. So. Stay, Leute. Das war ein Satz mit X. Mit den blöden Produktionen, um die ich mich nicht gekümmert habe.
Hm. Ich mal sagen. Wir haben uns ja nicht so schnell geschlagen. Ganz klare Sache. Wir wollen ja, wenn dann die Niederlage so knapp wie möglich gestalten. Die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt noch gewinnen könnte, wäre jetzt hier unheimlich, unsagbar viel Geld zu verdienen. Wo ich im Moment noch nicht sehe, wie das funktionieren könnte. Da werde ich doch noch mal kümmern. Da was passiert. Voll machen. Ich muss mich jetzt auch entscheiden. Ich werde also nicht. Wo habe ich ihn auch drin? Was soll das aus? Dann holen wir uns nochmal hier Stroh raus. Stroh ist doch noch eine ganze Menge da drin. Den Kompost da eben befüllen. Der dann um 20 Uhr zeitschnell läuft.
Kompass. Dann verkauf mal. Feld 4, ne? Ja. Bin so lange hier unterwegs, ich kann es mir nicht merken. Unglaublich, ne? Was ist er denn da? So, die Brücke ist auf. Das ist der liebe gute Jens. Kann auch nichts mehr im Matchbereich jetzt bringen. Nein, ich hingegen nicht. Hast du Dünger gekauft und noch nicht zugewiesen? Kann das sein? Ach nee, warte, nee, war ich. Was ich immer alles gewesen sein soll. Ja, ich konnte mich nicht erinnern, dass ich das war, aber doch, ich war's. So. Auch wenn das wahrscheinlich mir hilft.
oben. Er kann nichts abliefern. Ich kann da nichts abliefern. Mal zusehen, dass ich irgendwie nur noch richtig Asche von denen dann irgendwie. Nichts, was ich irgendwie großartig verkaufen kann. Ja, dann schauen wir doch mal. Fühlt sich auf jeden Fall. Denken können. Jetzt gucken wir mal, ob der das. Ob das hier in einem völligen Desaster endet? Wunderbar. Bahn. Jetzt im Prinzip auch egal ist. Letzten fehlenden Raps hier. Wenn nicht mal zwei vorgewendet.
sammelt und sammelt Sonnenblumen. Kein Schimmer, wie ich das da irgendwie. Ich bin auch am Überlegen, ob ich jetzt wirklich nur so viel Raps mache, wie ich. Eigentlich nur 21.000 Liter. Ob ich ein bisschen mehr mache und noch was verkaufe. Auf welchem Feld bin ich hier? Heute jetzt irgendwie 700.000 Euro. Inseln. Die Lingensfelder kaufen. Fahr doch. Und vielleicht kriege ich dadurch ja noch mehr Ertrag.
Dünge. 10. Dann im Prinzip gleich auch schon fast die Gelände machen. Ich weiß nicht, ob das hier was bringt, was ich hier gerade mache. Das ist wahrscheinlich eher nur so eine Verzweiflungstat. Boah, ich verliere. Machen kann ich sowieso nichts. Geflüchtet werden bei mir. Ja, egal. Dann mache ich hier auch keine Kurzschlusshandlungen, das ist auch okay. Fertig, ich kann auch auf Feld 3. Das hat auch lange gedauert, bis ich hier einen vernünftigen Kurs hatte, wo die sich nicht immer festfahren und so. Ehre Geburt, wie man so schön sagt. Palim, palim. 30 Minuten. Jo. Ich glaube, du bist dran. Ich bin soweit. Ja, ich bin auch soweit. Ja, dann sag was. So, bin ich dran? Ja, ich glaube schon. Ja, dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch nicht zu enttäuscht, wenn es erst in 2 Tagen wieder die nächste Folge gibt hier. Und ja, bedanke mich wie immer bei euch fürs Einschalten, Zuschalten, dabei sein, liken, kommentieren, abonnieren. Unterstützung ist ganz wichtig auf beiden Seiten. Schaut auch gerne beim Friesenjung vorbei und pusht ihn ein bisschen. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.